Auf der Gitarre. Nach dem kurzen Intro geht's los. Ja, hallo, ich bin's, der Michel von der Gitarrenschule und ich helfe dir dabei, ein richtig toller Gitarrist oder eine richtig tolle Gitarristin zu werden. Heute geht's einfach mal um das Thema, wie finde ich wirklich jeden einzelnen Ton auf meiner Gitarre in jeder Oktave. Ich habe schon mal ein ähnliches Video dazu gedreht, ihr findet es auch hier in der Infobox. Überhaupt Töne auf der Gitarre so ein bisschen identifizieren. Heute ist ein ganz anderer Ansatz und das Thema ist eigentlich auch sehr, sehr wichtig. Vor allem, wenn man sich mit so Sachen wie Tonleitern, Barré-Griffe und so weiter beschäftigt. Ja? Weil es nützt dir nichts, wenn du sämtliche Tonleitern und Skalen lernst, aber auf deiner Gitarre eigentlich gar nicht weißt, wo deine einzelnen Töne sind, dass du die zumindest als Grundton hernehmen kannst, wo du dann deine dementsprechenden Skalen und Akkorde auch statten kannst. Ja, und ich würde sagen, wir legen einfach mal los. Wir brauchen zwei Grundvoraussetzungen. Das eine ist, dass du zumindest mal, wir gehen mal von der tiefen E-Seite aus, die tiefe E-Seite auf deiner Gitarre kennst oder sie dir vielleicht irgendwo ausdruckst. Du kannst auf meiner Webseite, findest du alles nochmal zum genauen Nachlesen. Da findest du auch nur die Töne auf der E-Seite und alles. Und die brauchen wir als Ausgangspunkt. Und das zweite ist, dass du weißt, wie die Gitarre gestimmt wird nach Gehör. Du musst sie aber nicht jetzt nach Gehör stimmen können, sondern es reicht einfach nur, wenn du es in der Theorie weißt. Es sieht so aus, ich wiederhole es nochmal ganz kurz. Auf der tiefen Seite zum Beispiel, auf der tiefen E-Seite, im fünften Bund finde ich den Ton A. Darunter liegt die leere A-Seite. Im fünften Bund auf der A-Seite finde ich den Ton D. Darunter liegt die leere D-Seite. Im fünften Bund auf der D-Seite liegt der Ton G. Darunter liegt die leere G-Seite. Und jetzt kommt die einzigste Ausnahme. Auf der G-Seite im vierten Bund finden wir den Ton B oder H. Und darunter liegt die leere B oder H-Seite. Und dann geht's wieder auf der B-Seite in den fünften Bund. Da finden wir den Ton E und darunter die leere E-Seite. Also wir sehen, immer im fünften Bund auf der tieferen Seite finden wir fünf Bünde tiefer, also dementsprechend nur die Leerseite, denselben Ton. Außer auf G- und H-Seite, das ist der vierte Bund. Und das ist das Einzige, was wir uns jetzt noch zusätzlich zu der E-Seite eigentlich merken müssen. Ja? Und ja, da würde ich sagen, da legen wir einfach mal los. Ja, legen wir los. Würde sagen, wir starten einfach mal mit dem Ton F. Der Ton F liegt im ersten Bund auf der tiefen E-Seite. Ja? Und logischerweise, wenn der Ton F im ersten Bund auf der E-Seite ist, dann ist er natürlich auch im ersten Bund auf der hohen E-Seite. Ja, wenn er auf der tiefen ist, ist er natürlich auch auf der hohen E-Seite. So, jetzt haben wir von den sechs Seiten schon auf zwei Seiten den Ton F. Nämlich im ersten Bund auf der tiefen E-Seite, im ersten Bund auf der hohen E-Seite. So, und jetzt kommt etwas, was wir uns auch noch mal ein bisschen anschauen müssen oder merken müssen, ist einfach so, wir brauchen jetzt von diesem tiefen F die Oktave. Und es sieht immer so aus, wir überspringen einen Bund, das heißt, wir gehen in den dritten Bund und überspringen eine Seite. Das heißt, also wir überspringen von der tiefen E-Seite die A-Seite und gehen auf die D-Seite. Im dritten Bund auf der D-Seite haben wir den Ton F. Jetzt haben wir F, erster Bund E-Seite, F, dritter Bund auf der D-Seite und F auf der hohen E-Seite im ersten Bund. So, drei Fs haben wir schon. Das Ganze könnte ich jetzt verschieben. Hier auf G ist genau dasselbe. Oder hier auf A. Ja, dann ist, oder hier ist ein C. Dann ist das natürlich auch ein C und das auch ein C. Ja, sieht immer so aus. B und so weiter. Also F, F, F. So, und wir haben ja gesagt, wir finden immer auf der tieferen Seite, fünf Bünde höher, den entsprechenden Bund wieder, den Ton wieder. Das heißt natürlich auch, wenn ich jetzt im dritten Bund auf der D-Seite bin und gehe eine Seite hoch und gehe dann fünf Bünde nach hinten, 1, 2, 3, 4, 5, dann bin ich im achten Bund. Und ich höre
ja, ist dasselbe Ton. Jetzt habe ich schon viermal den Ton F. F, 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 F. Und jetzt mache ich genau dieselbe Aktion wie da vorne mit der Oktave. Ich überspringe einen Bund. Das heißt also, vom 8. gehe ich in den 10. Bund und überspringe eine Seite. Ich bin auf der A-Seite, ich überspringe die D und gehe auf die G-Seite. Das heißt also, ich habe jetzt F, F, F. Dann gehe ich 1 hoch, 5 nach innen, 1, 2, 3, 4, 5. So, und jetzt fehlt uns ja nur noch eine einzige Seite. Und das ist dann natürlich die B- oder H-Seite. Und da haben wir gesagt, von G-Seite auf B-Seite sind es nur 4 Bünde. Wenn ich jetzt hier auf der G-Seite im 10. Bund bin, liegt natürlich mein Ton auf der B-Seite im 10 minus 4 ist 6. Im 6. Bund. F, F, F. Wenn es ein bisschen schnell ging, also jetzt hier nochmal ganz kurz. Tiefe E-Seite, 1. Bund. Hohe E-Seite, 1. Bund. Die Oktave, einen Bund überspringen. Also das heißt, wir gehen auf den 3. Bund und eine Seite überspringen. Wir überspringen die A-Seite, gehen auf die D-Seite. So, dann gehe ich eine Seite nach oben, 5 Bünde nach hinten, 1, 2, 3, 4, 5, ja. Und dann wieder dasselbe mit der Oktave, einen Bund überspringen. Ich gehe im 10. Bund auf der A-Seite und dann überspringe ich die D-Seite und gehe auf die G-Seite. Im 10. Bund. Ja, und zwischen G und H-Seite oder G und B-Seite, habe ich gesagt, sind es 4 Bünde Unterschied. Also wenn ich hier im 10. bin, bin ich hier im 6. Habe ich alle Fs. Jeder Seite. Dasselbe könnte ich jetzt zum Beispiel auch machen mit dem Ton G. G, 3. Bund, ja. Dann wäre hohe E-Seite natürlich auch im 3. Bund. Und dann die Oktave könnt ihr auch wieder machen. Einen Bund, da bin ich im 5. und dann gehe ich im 5. Bund auf die D-Seite. So, G, G, G. Dann könnte ich D-Seite, 5. Bund, gehe ich eine Seite hoch und gehe dann einfach wieder 5 Bünde nach hinten. 1, 2, 3, 4, 5. Logischerweise 5. Bund plus 5 ist der 10. Bund. Wieder die Oktave, einen Bund und eine Seite überspringen, bin ich im 12. Und zwischen G und B-Seite 4 Bünde Unterschied, 12 minus 4 ist 8. Heißt also G, 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 G. Dasselbe geht natürlich danach umgekehrt. Nehme ich mal als Beispiel jetzt hier zum Beispiel im 8. Bund den Ton C. C, C, C. Ja, dieses Dreieck kennen wir. Wir haben eigentlich dann nur diese Dreiecke, ja? Der hier F, ja? Oder hier mit F. Ja? Und jetzt mache ich das mal kurz mit C. Und dann könnte ich das nämlich einfach so machen, dass ich dann einfach eine Seite nach unten gehe und dann muss ich dann die 5 Bünde zurück. Wenn ich jetzt hier im 8. bin, 5 minus 8 ist 3, also habe ich das zweite Dreieck hier. Ja, dann hätte ich dann C, 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 C. Oder wenn ich seitenweise durchgehe, C, 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 C. Ja, könnte ich dann auch machen. Oder mit F, 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 F. Ja, und dementsprechend könnte ich natürlich dann auch, wenn, haben wir jetzt gesehen, ja, das geht ja hier auch, könnte ich natürlich das auch immer weiter treiben. Also F, F, dann könnte ich auch von dem wieder hoch, 5 nach hinten, 1, 2, 3, 4, 5, ja, dann bin ich hier im 13, ist die Oktave zu dem hier vorn, und dann könnte ich hier wieder hoch und wieder 5, ja, und dann bin ich hier. Und somit kann ich mein komplettes Griffbrett erschließen. Ja, das war Töne finden auf der Gitarre. Sehr, sehr wichtig, wenn du dich mit Barré-Griffen beschäftigst. Sehr, sehr wichtig, wenn du dich mit Skalen und so weiter beschäftigen willst und einfach mehr aus deiner Gitarre raushören willst. Ja, wenn du dich überhaupt mehr mit dem Thema Gitarre spielen beschäftigst oder beschäftigen möchtest, dann möchte ich dir gerne mein tada, Gitarre lernen Masterplan Arbeitsbuch empfehlen. Das, was du heute gelernt hast, ist auch ein Thema hier im Arbeitsbuch. Ja? Hier geht es wirklich darum, Gitarre zu lernen. Es geht nicht nur darum, irgendwelche Lieder zu spielen, es sind etliche Lieder drin, aber es geht wirklich darum, wirklich die Basics, das wichtigste Zeug, was man einfach zum Gitarrespielen braucht, dass man das lernt. Und das lernst du alles hier drin. Hier drin geht es wirklich
los geht's mit ganz einfachen Sachen am Anfang, wirklich der Gitarrenstart schlechthin. Ja, also so wie man typisch anfängt, einen Akkord, ein Lied und so weiter. Und dann geht's aber rasant los, wirklich erstmal die Basic-Akkorde, die wichtigsten Anschlagsrhythmen, dann auch wie du eigene Anschlags- und Zupfmuster erstellen kannst. Ich zeige dir, wie man Blues spielt, ich zeige dir einen Einblick in die Klassik, ich zeige dir, ach Gott, einen kleinen Einblick haben wir auch mal in die spanische Gitarre, Noten spielen, Tabulatur spielen, zweistimmige spielen und so weiter. Also wirklich alles, was wichtig ist, auch das, wie jetzt Töne finden auf der Gitarre, Carbo-Duster-Technik, mit Blackdrum spielen, wie funktioniert das, Fingerpicking und so weiter, findest du alles hier drin. Das ist wirklich ein mega, mega fettes Gitarrenbuch, was wirklich, ich glaube, so ziemlich keine Wünsche mehr offen lässt. Nach diesem Buch kannst du definitiv in jede Stilistik einsteigen, worauf du eigentlich Lust hast. Ja, wenn du das durch hast, dann stehst du nicht mehr vor irgendwie Sachen, wo du dann sagst, verstehe ich nicht. Ist alles hier geklärt. Ich habe ein super cooles Konzept übrigens auch, wie man Tonleitern überall auf der Gitarre spielen kann. Mega einfach, ja, und du wirst damit gleich sofort improvisieren können und sowas. Alles hier drin. Ja, wenn dir mein Kanal gefällt, wenn dir, ja, meine Videos gefallen, dann abonnieren, ja, teilen natürlich das Ganze. Und wir sehen uns dann einfach in der nächsten Lesson. Und bis dahin sage ich, ciao, der Michel!